Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann sag ich einfach mal Buongiorno, meine kleinen Macaroni zu Super Mario Maker! Was denn? Ich dachte, du machst jetzt Wuhu! Ich dachte, du leitest mich ein. Ja, das war die Einleitung. Okay, Wuhu! Nach einer halben Ewigkeit geht's mal ein bisschen mit Mario Maker weiter. Und bei diesem komischen Melvin, weißt du, wer das ist? Ich habe keine Ahnung. Voll der Hässliche. Ja, ne? Mit seiner komischen... Mit seinem komischen Schieleisen da auf der Nase. Ist so. wir zocken einfach mal dem seine komischen Spielchen hier. Wir starten einfach mal direkt ins Getümmel. Ich bin gespannt. Heroes vs. Drybone. Ich habe keine Ahnung, was wir erwartet. Es wird bestimmt wieder Abfuck pur. Oh, dann wundert's mich nicht. Okay. Ist das Mario 64? Das ist diesen Mario einfach, den man freischalten kann. Okay, weil den kenne ich. Der hört sich an wie Mario 64. Oh, okay, so. Okay. Auf der Suche nach Sickness. Ja, es hätte ja sein können, dass da was ist. Okay. Upsa. Ich fall jetzt da runter. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Es ist so lange her, dass ich das Level gebaut habe, dass ich nicht mehr den Weg kenne. Okay. Da bin ich aber gespannt. Ich habe ja auch ewig nicht gespielt. Ich habe einiges nachzuholen. Wir werden auch noch die Event-Level angehen. Nein, du hast Link getötet. Ach, der kommt damit klar. Ein Luftschiff. Okay, da kann ich weiter, ich kann auch hier runter. Ja, ich habe ein paar Wege hier eingebaut, so weit weiß ich noch. Und man spielt ja verschiedene Nintendo-Helden, wenn man die findet. Ich merke das schon. Ich muss hier einfach hergehen. Ah! Dein Motherfucker. okay. Ich verstehe. Hier ist einfach mal nichts. Richtig. Warum? Weiß ich nicht. Möchtest du was zu deinem Level sagen? Du hast es ja schließlich gebaut. Du kannst dich auch... Wenn ich noch alles wüsste, könnte ich dir einiges verraten. Aber ich weiß nicht, was ist über das Level. Okay. Ich hab ihn getötet. Da werde ich überall... Hast du gesehen, wie es stylisch? Lass mich raten, das sind so, wie gerade, Container, die an Leine hängen. Genau. Ah, nice. Eisblock und Container. Geil! Den hab ich doch gar nicht. So Frustabbau. Ja, Mann! Frusten! Geil! Egal! Jetzt sterbe ich gleich bestimmt, wenn ich das weitermache. Ich kenne mich doch. Das ist am meisten so. Du hast ihn gefunden. Ja, die typischen Mario-Verstecke. Man kennt sie, man liebt sie und man hasst sie. Ja, das war's mir wert. Ich bin Mario. Das war so stumpf. Aber geil. Hey, ich bin Mario. Zum Glück habe ich da einen Check für den gesetzt. Ja. Ja, Checkpoint. Geil. Wie doof das einfach war. Yeah! Wer gewaltig ihn? Ah, es ist wieder schon in Deckung geht. Kinder, duckt euch! Du hast es geschafft! Yay! Nicht schwer, aber schön gemacht, gefällt mir. Ich weiß, dass es da auch irgendwas noch gab, aber frag mich nicht mehr, was irgendwie noch einen anderen Weg. Okay. Egal, ich hab's geschafft, ich gehe da nicht nochmal rein. Hier, der komische Typ kriegt einfach mal einen Stern. Weltrekord 1,33, war ja ganz knapp dran. Ganz knapp. Beenden.
Die drei Bones haben verloren, da freue ich mich. Bling! Jabse, den Rekord werde ich niemals brechen. Bowser's Pipe Castle, okay. Wir sehen die ID. Wer spielen will, kann spielen. Und ich sehe da eine verschlüsselte Tür. Es gibt so viele neue Sachen. Ich habe ja seit Monaten nicht gehört. Ich glaube, ein halbes Jahr nicht mehr gebaut. Ich muss unbedingt bauen, ey. Ja, es gibt so viel geilen neuen Scheiß. Du hast sie getötet. Es war mir eine Freude. Ach ja, das geht ja gar nicht. Kann ich da nicht rein? Nein. So, Schwanerei. Düm, düm. Wie viel denn noch? Alter. Okay, ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Ich verstehe nur Bahnhof, aber egal. Okay. Das konnte ich mir nicht erklären. Ich merk's schon. Ich will aber nicht. Okay, und wenn ich dadurch komme, wo komme ich hin? Okay, alles klar, ich verstehe. Okay. Stell dir vor, das wäre immer ein kopierter Raum gewesen. So. Das wäre voll. Ich würde es feiern. Oh, der Geist ist weg. Nein, du hast ihn getötet. Oh, das tut mir jetzt aber. Oh. Selbst schuld. Du bist Vieh, ey. Mann, ich dachte, ich bin schnell genug. Ich liebe die Musik. Die Musik ist toll. Ja, die ist echt geil. Die war schon beim Bauen richtig nice. Geht doch, Mann. Oder ist noch mehr? Oh, warte, warte. So. Wow! Wow! Wo kommt die her? Alter, wie du trickst das, ey. Nicht schlecht. Heilige Madonna, die Lasagne. Hau dich wieder rein. Aber ich wollte irgendwas gucken. Mist. Diese ganzen Pfeile, als wenn ich nicht weiß, wo ich hergehen muss. Okay. Wie er sofort die Lücke gefunden hat. Es war doch klar, dass es irgendwas zu bedeuten hat. Warte, 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 ich mach's mir jetzt einfach. Oh. Nett, warum nicht? Yay! Was ich toll finde, ich muss das Ding noch nicht mal festhalten. Ja, das ist so viel besser. Ich finde das toll, dass man jetzt diese Türen hat, wo man. Na, kommt da irgendwo was raus, wo man einfach Sachen für braucht. Den P-Switch oder einfach irgendwelche Schlüssel. Ja, das macht das Rätselzeug noch viel geiler. Ja, weißt du Bescheid. Ich bin doch nicht blöd. Okay. Erstmal markieren. Kann man durch jede Röhre gehen? Nein, nicht durch jede. Wenn ich gleich irgendwo einfach in Lava falle, dann hau ich dich. Nein, nein, das ist so bescheuert. Das hatte ich einmal beim Online-Spiel. Ich gehe durch. Da waren 5 Röhren. Ich gehe durch. Und bin einfach in Lava gefallen. Und habe ich aufgehört. Da hatte ich keinen Bock mehr. Ja, das ist einfach zu gemein. Man muss halt schon die Chance noch lassen. Genau. Okay. Witz ist vorbei. Yay, ich bin. Pipe. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ah, verdammt. Ich glaube, ich war in der einen schon richtig, ne? Ja. Ich bin jetzt immer sofort im richtigen Weg. Ich bin halt ein Skiller. Oh, ich dachte, da kommt irgendwas, irgendwas raus, was ich bekämpfen muss. Oder wo ich einfach auf. Oh. Hallo? Ja, das kann man nicht mitnehmen. Achso, ja, die Bomben, ich verstehe. Ja, die Bomben auch. Die machen Rabau. Ob da irgendwas runterkommt? Nö, schade. Hätte sein können, dass da was versteckt ist. Nein, nein.
Oh. Genau dafür ist er gedacht. Oh, okay. Ja, du bist so gut. Ah, nice. Jetzt mal gucken, ob da noch was ist. Cool. War gar nicht so geplant. Kann man in diese Röhre rein? Weiß ich nicht. Ja, man kann da rein. Ja. Ich weiß es noch nicht, wusstest. Ja, jetzt weiß ich es ja. Ich trau dem Braten nicht. Ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, wenn ich einfach weitergehe. Was denkst du nur von mir? Nur das Übliche. Alter, halt mal auf, da unten zu poppen. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Oh, hoppla. Was denn? Ich weiß nicht. Das sah so verdächtig aus. Wie mache ich das am besten? Na, wo komme ich denn wohl hin? Wenn ich da durchgehe, wo? Ah, okay, ich verstehe. Ich bin reich! Bam, bam. Bam, bam. Wo kommt der näher? Der sollte eigentlich gerade schon da liegen. Okay. Damit du nämlich hier wieder zurückkommst. Ah. Und die Tür ist halt, um den P-Switch zu resetten, damit du hier nicht drin stecken bleibst, weil das sollte so ein Secret-Münzenraum sein. Ach so, okay. Sie hat doch den einen Weg gehen, wo es mir nicht so ganz geheuer war. Richtig. Da unten poppen sie wieder alle fröhlich. Ich nehme einfach mal den Pi mit. Den Power Pi! Ich habe aufgepasst. Ich habe tatsächlich aufgepasst. Man glaubt es kaum. Wer den unbedingt mitträgt. Man kann ihn ja noch gebrauchen! Ja. Ich weiß ja nicht, ob du das so geplant hast. Okay, das geht schon mal nicht. So schwach sind die Gummis noch nicht. Eigentlich schon. Siehst du? Einfach alles killen. Weil ich es kann. Okay. Oh. Okay, scheiß drauf. Okay. Ist einfach nur. Ja, du kannst, aber das brauchst ist nicht. Deko, ja. Okay, ich verstehe. Oh, Münzen. Das ist so geil! Weggefetzt. Punkte! Es gibt nicht zwar Punkte. Okay. Ja, einfach sofort rechts. Hilfe! Kein Vertrauen in den Fall. Man weiß ja nie, ne? Sehr schön, sie können zusammen sterben. Ja. Vater und Sohn. Die together. Was ist geschehen? Ich finde sofort immer den richtigen Weg. Ja. Das war richtig gut. Und den Geheimraum. Ja. Ich hab da einfach ein Näschen für. Hier gibt's sogar noch eine Abkürzung in diesem Level. Ach, echt? Mhm. Deine Zeit, Weltrekord? Okay. Willst du sie suchen oder soll ich sie dir verraten? Mal gucken. Ich kann dir nachher einen Hinweis wenigstens geben. Okay.
Also es ist nichts gekennzeichnet oder so. Ich dachte, wenn einer drauf kommt, soll er dafür belohnt werden. Da bin ich aber gespannt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, habe ich vergessen. Ich wollte eigentlich den Cooper holen. Warte. Na, wo ist er? Yeah! Leck mich, ihr Knochigen! Und schwupsi! Nicht dieses Mal. Ja, das wäre dann mies gewesen, ey. Ja, aber nicht dieses Mal. Ich möchte den Weltrekord holen. Den Rekord! Ich wollte wieder was gucken, verdammt! Scheiß drauf! Da war's auch nicht. Okay. Man weiß ja nie, ne? Es könnte dich ja jeden Moment erwischen. Ja. So. Oh ja, ich muss groß werden. Ich vergaß. War das hier? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee, war es nicht. War es hier? Was nicht, verdammt! Nee. Mann! Warte. Pilz zwar noch ein rechts. Ach ja, hab ich vergessen, stimmt. Jetzt finde ich nichts mehr, jetzt wo ich es aber gefunden habe. Sofort verdrängt. Ja. Die positiven Ereignisse. Alle Vergangenheit. Hier kriegst du ja jetzt die Kutsche, ne? Ja. Du musst auf jeden Fall diesen Raum verlassen und groß sein. Ah, damit ich rechts rüberkomme. Genau. Okay. Gemein. Jetzt poppen sich da wieder. Ich dachte, ich kann springen. Aber so würde es nicht funktionieren. Du musst schon groß sein, direkt von der letzten Kante abspringen. Na gut. Nein! Aber die Idee war gut. Nur die Arme waren zu kurz. Ich kann nichts dafür. So. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Dong dong. Du kriegst mich nicht. Oh, sie hat Hunger. Ja, toll. Dann muss ich natürlich mir am Arsch rumknabbern. Oh. Feuer unterm Arsch. Wollte noch mal gucken, ob man da irgendwas finden kann. Nein. Nein, da kann man nichts finden, außer den Tod. Habe ich gemerkt. Hummer töten geht immer klar. Ja. Bam bam, bam bam. Hätte ja was sein können. Hätte. Dass man immer diese Kreissägen, dass man sich da immer treffen lassen muss, ist gemein. Ja, ich liebe die Kreissägen. Kein Level ohne Kreissägen. So, dann eben ducken und durchspringen. So, jetzt aber. Gib mir die Münzen! Ja.
Ich bin ein großer Junge. Sehr gut gemacht. Ich wollte ihn jetzt nicht holen, falls ich klein werden soll, aber ist auch egal. Wie soll man das denn schaffen, groß zu bleiben? Ja, in diesem Raum gibt es auf jeden Fall ein Pilzversteck. Damit du auch groß den verlassen kannst. Okay. Jetzt macht es genau. Okay. Ich will diesen verdammten. Und du musst dahin fliegen. Du kannst nicht vom Boden aus kriegen. Ja. Ich verstehe, ich verstehe. Oh, Alter. Yeah! Hallo! Sehr gut. Von hier aus kannst du sozusagen einmal im Kreis gehen, um wieder dort anzukommen. Ah, okay. Was ist mit der Röhre da hinten? Das ist eine von diesen Ausgangsröhren. Ah, die sterben wieder zusammen. Ja. Nice. Cool. Diesmal Überraschungsangriff von oben. Damit habt ihr nicht gerechnet. Tot. Habe ich jetzt im Weltrekord. Hundertprozentig. Irgendeiner, der versucht, ihn zu brechen, denkt sich, hä, wie? Yeah. New Record. So muss das. Mach's besser. Ihr wisst nicht, wie es geht. Ihr habt es nicht gesehen, hoffe ich. So. Machen wir mit dem nächsten weiter. Und zwar, you need Yoshi. He's your friend. Er ist dein Freund. Wirklich. Ha? Okay, ja. Ich troll die Leute nicht nur. Ja, okay, ja. Ich verstehe. Oh. Nee, 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 nee. Oh. Hier Mann! Das ist ein Tod. Er kommt, um dich zu holen. Er kam ja auch. Oh, direkt in die Eier. Meine Arme. Meine Arme. Muttern. Okay. Das ist Yoshi gefunden. Yeah! Jetzt könnt ihr mich alle mal. Okay, da ist eine Wand. Okay. Das würde man aber auch ohne Yoshi schaffen. Ja, habe ich getestet. Mit Yoshi ist es besser noch. Ja, Yoshi ist nicht cool. Ja, diesmal scheiß auf die Münzen, wir haben es eilig. Warum geht das nicht? Ist ja zum Glück gar nicht nervig. Ich dachte, das hört gar nicht mehr auf. Gleich hast du es geschafft. Komm schon, Yoshi, werd fetter. Also wenn du am Ende 10 Sekunden hast, dann hast du auf jeden Fall schon verkackt, wenn du hier ich merke es, man braucht 11 Sekunden. Ja. Schweinerei. Oh, der P-Switch, nein! Er ist tot. Nein! Scheiß auf Bowser und Bowser Jr., aber der P-Switch. Ja. Er war noch so jung. Deine Zeit. Okay, Weltrekord. Leck mich. Leck mich! Mal gucken! Okay. So.
So. Ich möchte den Rekord knacken. So, das kriegen wir hin. Kriegen wir das? Ich hab's gleich. Schon wieder. Er sieht so stulle aus. Aber ich würde mal sagen, ich hab's geschafft. Ja, aber sowas von. Das war richtig gut. Ohne Yoshi. Ja. Aber der Twee-Switch ist tot. Ja. Yoshi ist sein Freund. Egal. Ja, scheiß auf Yoshi. Die Feuerblume ist dein neuer Freund. Genau, die Feuerblume. Außer so finde ich bei Smash, wo er mein Freund ist. Ja. Sehr gut. Ah, ich wollte einen Stern. Ah, mein Herz. Verdammt. Warte mal, kann ich nicht noch nachträglich einen Stern? Nee, kann man nicht. Okay. Ist okay. Okay, Mann. Die Chance, unter einer Minute zu kommen. Ja, mal gucken, ob es hinhaut. Jetzt bin ich klein, jetzt muss ich darauf hoffen, dass die Zeit schnell genug rum ist, weil ich jetzt nichts zerstampfen kann. Ah ja, richtig. Ich hätte den Pieswisch nicht drücken dürfen. Hallo? Irgendwie gerade voll stumm, aber ist auch egal. Jetzt geht's wieder los, ey. Jetzt muss ich aber unter allem Mühe sein, ne? Eigentlich ja. Er fällt. Ja, Mann. Der Pfie ist weg! Immer noch so jung. Na, wer ist hier der King? Und, wie ist die Zeit? Ja, lass mich nicht so zappeln, Spiel. Na? Nicht schlecht. So, jetzt aber. Yeah! Dankeschön. Bitteschön. Du brauchst Yoshi. Der Witz ist gut. Ah, herrlich. So, haben wir das? Dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge mit ein paar Event-Leveln weiter. Es gibt da so 2, 3, die ich noch nicht gespielt habe. Und ja, ist nur ein bisschen gelogen. Auf jeden Fall war es erstmal für diese Folge. Ich hoffe, man freut sich, dass es hiermit wieder weitergeht mit Mario Maker. Ich werde auch ein paar eigene Level bauen, die man dann auch vorstellen kann. Neue Level, nicht sowas wie hier Over the Clouds. Das ist immer noch grausig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß nicht, in welchen Rhythmus ich das hochlade. Jeden Tag, jeden zweiten, keine Ahnung. Wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall sehen wir jetzt erstmal so 2, 3 Event-Level. Die haben wir ja hier in der nächsten Folge. Die habe ich noch nicht gemacht. Warte mal. Alle mit dem Ausrufezeichen, ne? Habe ich noch nicht gemacht. Ja. Sind so 2, 3. Yoshi ist großartig. Ja, das ist er. Okay, habe ich schon gemacht. Alles klar, Mario und Luigi Paper Jumpers. Yay! Ich glaube, ich weiß schon, was ich da kriege. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen, nicht morgen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir 2, 3 Event-Level spielen. Ist ja nicht so viel. Arrivederci und Tüdelü, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.